Wie zähmt man euch denn? Kann ich dir was zu fressen geben? Die sind ultra süß. Komm, B. Der tickt total aus. Wenn man einen Schritt zur Seite geht, dann laufen sie immer im Kreis um einen rum. Die sind ultra süß. Hallo und willkommen zurück in der blockigen Welt von PixArk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist jetzt ein Paraseer unterwegs. Das hat so ziemlich coole Halbmondaugen. Die sehen super witzig aus. Schaut euch die Augen an. Hallo, Paraseer. Die trampeln hier ständig durch meine Base. Das ist nicht so super cool. Aber ich glaube, das Paraseer darf das, ne? Ne, gut. Ich war nochmal in diesem Dorf und habe das komplett ausgeräumt. Da gab es einiges zu holen. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, was ich da alles so gefunden habe. Ihr seht schon, hier ist alles voller Truhen. Da ist jede Menge Zeugs drin. Das ist, glaube ich... Ja, wir haben ganz viel Fell gefunden von den Kojoten. Die sind nicht zähmbar. Ich habe das nochmal versucht. Diese Ruinentiere, also alle Tiere, wo in Klammern Ruinen dran steht, die sind wohl nicht zähmbar. Die gibt es aber auch als normale Kojotenversion. Und die sind dann möglicherweise zähmbar. Müssen wir mal gucken. Und ich glaube, das probieren wir heute. Das würde mich ziemlich interessieren. Wir haben so Copper Axes gefunden, eine ganze Handvoll, also einige. Und sogar eine mit 122,8% Weapon Damage. Mega gut. Echt ein guter Fund. Und wir haben jede Menge Sättel gefunden. Wir haben einen Schildkrötensattel, einen Trike-Sattel. Was haben wir noch? Ichti-Sattel haben wir mehrere. Das ist noch ein Trike-Sattel, ne? Ja. Und was haben wir noch? Ein Journeyman-Angler-Sattel. Angler-Sattel haben wir auch zwei gefunden. Also jede Menge cooles Zeug. Wir haben diese Lightning-Protection-Helmets gefunden. Davon habe ich einen auf. Die sollen irgendwie vor Gewitterstürmen schützen. Das sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus. Bis jetzt hat uns so ein Sturm noch nie was getan. Also ich weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Ich habe auch so einen Candle-Helmet hergestellt. Die sind ziemlich cool. Das ist so ein Bergbauhelm. Der sieht mega komisch aus. Da hängt so eine Hütte vorne dran. Und da ist die Lampe drin installiert. Das ist ziemlich grell. Das muss ich euch auch mal kurz zeigen. Hier geht's raus. Komm mal da runter. Und hier rein. Also, wir haben ja unser Birnchen auf der Schulter. Das ist ziemlich hell. Aber die Lampe ist halt noch viel heller. Die ist so richtig grell. Das blendet richtig. Und dann haben wir auch noch diese Maske. Wird es gleich ein bisschen dunkler. Jetzt haben wir nur noch Glühwürmchenlicht. Und da atmet er dann so mega laut durch. Und es hilft wahrscheinlich vor diesen Giftwolken, die hier manchmal auftreten. Also in diesem Sumpfbiom, da ziehen manchmal so riesige Giftwolken durch und die machen Torpor-Damage. Ich glaube, dagegen hilft es. Und man kann zusätzlich noch die Pfeife rauchen. Das ist extra so eine Öffnung für die Pfeife. Das ist also echt praktisch, das Ding. Voll durchdacht und so. Okay, was haben wir noch Neues? Jetzt haben wir noch jede Menge Rezepte gefunden. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Ansonsten, das ist noch leer. Ja, ganz viel Fell, wie gesagt. So ein paar Seeds habe ich gefunden. Die habe ich alle mit der neuen Axt bekommen. Also bei der Copper Axe kommen manchmal so Seeds raus, wenn man Bäume erntet. Und aus einer Blume kam irgendwie auch so ein Seed raus, ne? Aus so einer Flame Flower. Die wachsen ja in den Höhlen. Ich denke, wir lassen mal das und das hier. Ach, da haben wir keinen Platz, ne? Packen wir das mal hier rein. Und dann setzen wir den normalen Helm wieder auf. Der hat nämlich ein bisschen mehr Rüstung. Und die Maske nehmen wir dann, wenn wir sie brauchen. Oh, die hält nicht besonders lang. Das ist gut zu wissen. Also die müssen wir dann wahrscheinlich irgendwann reparieren oder so. Mal gucken. Wir haben ganz viele so Rezepte gefunden. Das sind Blueprints. Und die Blueprints funktionieren hier so ein bisschen anders als in Ark. Und zwar habe ich mich ja gefragt, wie das funktioniert mit den Architecture Blueprints. Die kann man ja nicht lernen. Und jetzt weiß ich, wie das geht. Wir haben hier schon diese Firefly Lamp. Die müssen wir heute unbedingt herstellen. Und da steht auch dabei, wo man die herstellt. Nämlich in der Decoration Hut. Super praktisch. Und wenn wir hier nochmal ins Inventar gehen, dann seht ihr hier diese ganzen Western Sachen. Western Floor, Western Fence, Window und Wall haben wir gefunden. Und die können wir jetzt usen und dann lernen wir die. Jetzt haben wir die gelernt
dann sollten wir die auch unter Engrams freigeschaltet haben. Da sind die jetzt alle. Also so funktioniert das. Jetzt habe ich es endlich rausgefunden. Man muss die Teile irgendwo in der Welt finden und lernen. Und dann können wir uns hier so ein cooles Westernhaus irgendwo hinstellen. Da freue ich mich schon mega drauf. Uns fehlen aber noch einige Teile. Wir müssen also noch mehr so Dörfer finden. Das Dorf habe ich komplett ausgeräumt. Das waren 10 Häuser oder so, also echt viel. Ich bin 3-mal mit Flappy geflogen, um das ganze Zeug hier rüber zu transportieren. Und ich glaube, da sind immer noch Unmengen von diesen schweren Kisten überall unterwegs. Ach so, hier sind noch 2 Blueprints, ne? So und so. Das sind die Türen und die Fenster. Die Fenster sind das Coolste. Die sehen richtig cool aus, ne? So, ich versuche es immer mit E, aber das geht nicht. Man muss das mit Use Item hier machen. So. Bam, bam. Okay. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, heute brechen wir nochmal auf in die Richtung und holen uns so einen Kojoten. Die gibt es nämlich nicht nur in den Häusern, sondern die gibt es da überall. Die laufen da überall rum. In den Häusern gibt es diese Ruinen-Kojoten, wie gesagt, und die kann man nicht zähmen, aber es gibt auch normale Kojoten vor der Haustür. Und da schauen wir mal, ob wir einen finden. Wir fliegen einfach Richtung blaue Fahne. Die andere blaue Fahne steht in der Base. Vor uns ist die, die in dem Dorf steht. Und es ist ganz schön weit zu fliegen. Wir sind das hier alles unterirdisch geflogen und sind dann da rausgekommen. So oberirdisch sieht man dann erst, wie weit das eigentlich ist. Das ist also gerade so eine Stamina-Ladung von unserem Petri. So, da sind wir wieder. Seht ihr schon Kojoten? Ich nicht. Also hier ist die Fahne. Da können wir doch mal alles mitnehmen, was drin ist in der Kiste. Und dann können wir vielleicht die Kiste auch noch mitnehmen. Ja, mal gucken. Bam! Oh. Mehr ist halb voll. Die können nur die Mollischen, ne? Aber die kann man zum Beispiel nicht mitnehmen. Dann lassen wir die einfach stehen. Das ist dann so unser Speicher, falls wir hier nochmal irgendwas unterbringen müssen. Ich habe hier Kojoten gesehen. Also hier gibt es irgendwo welche. Garantiert. Was ist das denn? Oh, ist das ein Bronto-Ei? Wow. Das ist ein Bronto-Ei. Oh oh. Oh oh. Aber es ist kein Bronto mehr da. Haben wir ja Glück gehabt. Oh, da ist ein Parasaurus. Hammer. Der ist ja ganz grün. Geht's dir gut? Bist du grün im Gesicht? Oh. Der Dilo hat mich angespuckt. Habe ich den Parasaurus jetzt auch erwischt? Ich glaube. Der Petri ist die totale Killermaschine. Echt verrückt. Macht mega viel Schaden. Sammelt auch ganz gut. Wir suchen Kojoten eigentlich. Oh, da ist der Bronto. Den gibt's noch, der ist nur ganz woanders. Also ihr seht auch, wie groß das Dorf ist. Hier sind überall diese riesigen Häuser. Da ist noch ein Patchy. Und in jedem Haus waren 2 bis 3 Kojoten. Ich glaube teilweise sogar 4. Also da gab es ziemlich viel zu tun. Ist das ein Kojote? Nee, das ist eine Schildkröte. Nein, das ist ein Dödi. Oh, ein Dödi. Den können wir aber nicht mitnehmen, der ist zu schwer. Wir könnten nochmal so eine Daily hier machen. Sind die Kojoten alle ausgeflogen? Ich sehe jedenfalls keinen. Was gibt's denn hier zu machen? Accept Quest. Find a Relic Treasure Box. Okay, hier gibt's überall Dödis. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder herkommen. Ich denke mal, so ein Dödi zum Sammeln, Ressourcenfarmen oder so ist bestimmt gut, oder? Level 50? Level 14? Parasaurus? Level 2? Das ist ein Dillo? Oh, ein Dödi. Ich will so ein Dödi mitnehmen. Aber auf dem Landweg kommen wir, glaube ich, nicht nach Hause. Da müssen wir nämlich durch diese Wüste da, ne? Das ist keine Wüste, das ist verbranntes Land irgendwie. Und da gibt es irgendwelche Feuerelementare und die ganzen Minotauren und so weiter. Da kommen wir niemals heil durch. Vielleicht sind die alle in den Graben gefallen. Seid ihr irgendwo hier unterwegs, Kojoten? Keine Kojoten zu sehen. Oh, da ist ein Kompi. Nein, da ist ein Kompi. Ein echter Kompi. Noch einer. Wie cool ist das denn? Kompis, es gibt Kompis. Haben wir die Frage endlich geklärt?
Okay, so können wir nicht schießen. So ist besser. Bam! Nein! Kompi ist tot. Wie zähmt man euch denn? Kann ich dir was zu fressen geben? Die sind ultra süß. Kompi! Der tickt total aus. Wenn man einen Schritt zur Seite geht, dann laufen sie immer im Kreis um einen rum. Die sind ultra süß. Da müssen wir noch rausfinden, wie wir die zähmen. Die Pfeile machen so viel Schaden, ne? Vielleicht gibt es irgendwelche Torpor-Granaten oder sowas, die nicht so viel Schaden machen. Okay, es gibt auf jeden Fall Kompis. Irgendwo gibt es auch Kojoten. Ich weiß nur nicht, wo die im Moment sind. Oh, ich glaube, ich habe einen gefunden. Das ist sowas Wolf-ähnliches hier. Der tapst da vorne rum. Ich glaube, das ist ein eigenes Biom mit den Häusern hier. Weil das so viele sind. Super crazy. Okay, gucken wir mal, was das ist da oben. Was bist du? Jetzt versteckt er sich vor uns. Kojote! Level 52. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Können es aber mal versuchen, ne? Ah. Weiß nicht, ob das gut ist. Haben wir Dreck dabei? So ein bisschen Dirt? Nicht wirklich, ne? Dann holen wir uns mal kurz Dirt und bringen uns so ein bisschen in Sicherheit. Weil ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht und wie viele Pfeile der braucht. Ich würde mich hier ungern von dem Kojoten fressen lassen. Ich will aber unbedingt so ein Dirty mit nach Hause nehmen. So. Dreck. 5. Und da ist er. Bam. 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 Ich glaube, das reicht. Da dürfte er uns doch eigentlich nicht erwischen, oder? Jetzt ist er bestimmt weggelaufen. Ja, jetzt ist er da hinten. So ein Fiesling. Der weiß, was ich vorhabe, aber ich habe ihn getroffen. Oh, er schläft. Die haben es echt in sich, die Sleepy Arrows. Kojote, Level 52, ist ein Weibchen. Yeah, du siehst mega cool aus. Und ziemlich müde. So bist du denn so müde? Wie? Okay, du kriegst ein bisschen Fleisch. Der Petri hat Fleisch. Petri, Flappy, komm mal her. Komm zu mir, Flappy. So. Gib uns mal ein bisschen Fleisch. Wie viel brauchen wir denn? 2 Stacks? So. Und dann kriegst du das Zeug. Guten Hunger. Der hat ziemlich viel Food. 88 Hitpoints. Okay. Wer hast du denn? Oh, die sind nicht besonders gut, die Kojoten. Die Petris sind gut, ne? Unser super Low-Level-Petri ist so stark. Yeah. Ein Kojote. Okay. Die sind ganz klein und lieb. Was denn mit dem Dödi? Wollen wir uns den 50er Dödi zähmen und den dann irgendwie nach Hause bringen? Schaffen wir das? Wo ist der überhaupt hin? Das da vorne. Ich glaube, das müssen wir versuchen. Weil so ein Dödi wäre bestimmt gut. Der kann bestimmt irgendwas, oder? Der kann ja normalerweise Stein abbauen. Und Stein abbauen mit der Spitzhacke ist ziemlich viel Arbeit. Ich glaube, der kann uns dabei helfen. Ist das eine gute Idee? Wir werden sehen. Oh oh. Hilft der? Nee. Ich dachte schon, sein Kumpel hilft ihm. Sieht nicht so aus. Die gehen jetzt hier irgendwo hoch. Und bauen uns was. Wow. Der Kojote ist fertig. Ich hoffe, der kann das nicht einreißen. Das ist ein Dödi. Passiv. Okay. Ist gut. Oh, daneben. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, die Nase zu treffen. Er guckt hoch. Super cool. Sleepy Arrows. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir den Panzer treffen. Aber ich glaube, er ist müde. Oder? Ich finde, der sieht müde aus. Den Pfeil mitgenommen? Ich glaube. Schlaf jetzt. Gute Nacht, Dödi.
Es hat funktioniert. Also die Pfeile sind echt gut. Wow. Oh, den kann man gar nicht so zähmen. Ich glaube, das war eine Pfeilverschwendung. Ich glaube, die muss man passiv zähmen. Kann das sein? Aber wir können die wieder einsammeln hier. Stone Arrows. Das ist gut. Da ist noch ein Kojote. Oh, der will mich. Nicht gut. Flappy, hilf mir. Da ist ein Kojote hinter mir her. Mach ihn weg. Easy peasy. Okay. Das war mal ein ziemlicher Fail. Ich denke, die Dirties zähmt man passiv. Man kann hier einige Tiere passiv zähmen. Ja, man muss die passiv zähmen. Na gut, dann suchen wir mal einen anderen Dödi oder warten, bis der aufwacht. Vielleicht finden wir ja noch einen besseren. Okay, das dürfen wir nicht. Und dann müssen wir so eine Relic Treasure Box finden. Keine Ahnung, wo es die gibt. Das ist schon das zweite Mal, dass wir die Quest kriegen. Das ist eigentlich eine einfache Quest, ne? Gucken. Nee, das ist eine schwierige. Difficulty 3, okay. Also, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht gibt es die in irgendwelchen verrückten Dungeons oder so. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig für uns. Ich guck mal nach einem Dödi. Und dann schauen wir, ob wir die nach Hause bringen, ne? Weil bei uns gibt es solche nicht. Das ist halt ewig weit weg von zu Hause. Vielleicht sollte ich als erstes mal den Wolf nach Hause bringen, dass der zumindest sicher ist. Und dann Kojoten. Ja, bringen wir den mal nach Hause. So, in welche Richtung müssen wir überhaupt? Da ist eine Fahne und die andere ist da drüben. Da müssen wir wahrscheinlich Richtung, genau, Richtung Obelisken müssen wir, das stimmt. Oh, was ist denn hier los? Da sind überall Ruinen. Und zwar ganz schön viele. Die sehen fast gleich aus. Okay. Da war ein Raptor, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, das sind Skelette oder so. Skeleton Thrower. Ruins. Level 32, ich glaube, wir gehen wieder, oder? Das sind... Oh, was ist das denn? Das ist eine Wand. Da... Ah. Super komisch. Ah, das ist die Map-Grenze. Ich glaube, da spiegelt sich alles drin. Das sind in Wirklichkeit nur die... Die drei hier, die Ruinen, ne? Vier? Wow. Die sehen alle identisch aus. Da stimmt wohl noch was mit der Map Generation nicht so ganz. Sieht so aus, als gäbe es hier vier von den Ruinen und die fünfte ist gespiegelt. Die gibt's nicht wirklich. Oder die gibt's wirklich, aber die ist außerhalb der Map-Grenzen. Keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen geguckt, was es bei uns so an Tieren gibt, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass wir den Dödi nach Hause bringen können. Weil wir da über dieses verbrannte Biom müssen und da sind die ganzen Monster drin unterwegs. Und die werden unseren Dödi killen. Wow! What the... Wow! WTF, was ist das? Oh mein Gott! Ich glaube, der one-hitted uns. Der Sensenmann! Da ist so ein Fels, Feuerelementar. Und da ist dieses Sensenmann-Viech. Ich glaube, wir hauen ab. Wow. Ist das hier unser Dorf? Ich glaube, das ist unser Dorf, ja. Also da müssten wir durch, an dem Sensenmann vorbei und dem Elementar. Und dann könnten wir den Dödi nach Hause bringen. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass das wirklich klappt. Wir könnten natürlich versuchen, durch die Unterwelt zu gehen. Das haben wir schon mal geschafft. Aber auch das ist mit so risikobehaftet, so ein bisschen. Weil da ja öfter mal Zyklopen runterfallen, ne? Da in den Höhlen gibt's die ja auch. Also ich glaube, auch das ist schwierig. Das ist echt eine gute Frage, wie wir das am besten machen. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Dödi. Die Frage ist nur, wie wir den nach Hause bringen können. Das sind so Feuerblumen. Hier gibt es übrigens auch diese Lichtpilze. Wie heißen die? Light Mushrooms oder so? Mal kurz gucken. Hier unten ist es eigentlich... Da ist ein Mushroom. Da ist eine Gem Spider. Die steckt aber in der Wand fest.
Diese Pilze sind, glaube ich, friedlich. Das hier ist Trüffel. Voll lecker. Das sind die Light Mushrooms. Die leuchten so ein bisschen. Die brauchen wir auch, um bestimmte Sachen zu craften. Da sind noch mehr Spinnen. Und das ist ein Zyklop, also... Das wird so oder so unglaublich schwierig, einen Dödi hier heil durchzubringen. Ich denke mal, der kann sich einrollen, wird es möglicherweise überleben mit ein bisschen Glück, aber... Wir kriegen ihn trotzdem nicht da raus und nach Hause. Also macht das, glaube ich, keinen Sinn. Wir bräuchten ein Portal oder sowas. Oder einen Vogel, der Dödis tragen kann. Das wäre natürlich auch eine Option. Und da sind wir erstmal wieder zu Hause bei unserem Kojoten. Den kann man reiten. Das ist super cool. Der hat auch so ein cooles Symbol, ne? Yeah. Der hat so ein Drachensymbol. Warum auch immer. Und den kann man ohne Sattel reiten. Der ist echt cool. Und der kann aber nichts außer so ein bisschen kläffen. Mehr habe ich noch nicht rausgefunden. Und springen kann er natürlich. Also ein bisschen was geht schon. Der ist ziemlich langsam. Total witzige Tierchens. Das sind die Kojoten. Das ist wohl so eine kleine Version von dem Wolf, ne? Ich habe hier einiges Neues stehen. Die Feeding Trough habe ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt. Das sind ganz normale Feeding Trough, wie wir die aus Ark kennen. Da ist das ganze Futter drin und es hält sich viel länger. Also, das Fleisch hält sich hier jetzt 16,5 Minuten. Bei uns hält sich das noch 4 Minuten. Das lohnt sich auf jeden Fall, das Ding hinzustellen. Kostet ja nichts. Einmal hingestellt und... Damit kann man dann seine Ressourcen so ein bisschen länger haltbar machen. Hier gibt es so ein Feeding- oder Feedpot. Da können wir Kibbles drin herstellen. Aber wir haben ja noch kein Gemüse, das heißt, das wird noch nichts. Blueprint Bait. Also man kann wohl auch fischen gehen. Meat, Truffle und Mejoberries brauchen wir, um diesen Bait herzustellen. Truffles haben wir gerade gefunden, die kriegt man aus den Höhlen. Fleisch und Mejoberries haben wir auch. Wir haben aber, glaube ich, noch keine Angelrute, ne? Das können wir mal so für die Zukunft ins Auge fassen. Dass wir mal angeln gehen. Dieses komische Schild hier, das ist dieses Soil Privilege Schild. Soil Privilege Marker heißt es. Und jetzt weiß ich endlich, wozu diese Soil Privileges da sind. Die habe ich, glaube ich, alle oben liegen gelassen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich habe gedacht, wir machen das zusammen. Und schauen uns das mal an, was das bringt, macht und so weiter. Wo sind denn die Soil Privileges? Wir haben langsam zu viele Kisten und mega Unordnung. Die sind alle zu klein, die Kisten. Ich kann das nicht gescheit sortieren, das Zeug. Wir brauchen dringend mehr Kisten, die größer sind. Also wir haben hier diese Privilege Certificates, die wir immer als Questbelohnung bekommen. Und die kann man hier in dieses Schild packen, denke ich mal, ne? So. Fuel. Bam. Jetzt funktioniert das. Und... Ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert, aber wir sollten jetzt dieses Land hier geclaimed haben. Mal mit E gedrückt halten vielleicht irgendwie. Privilege Start. Bam. Das hält jetzt für einen Tag 5 Stunden und 59 Minuten. Wie, die Fläche oder was? Das ist aber nicht so viel. Oh je. Ich denke, das funktioniert nur auf PvE-Servern und das ist so eine Land-Claim-Sache. Das heißt, das, was ihr claimt, das kann euch niemand mehr nehmen. Und ihr seht, wie lange das hält. Also das hält jetzt, wie gesagt, hier... So, das steht ja da unten, ne? Ein bisschen über einen Tag. Das ist nicht ultra lange. Da gibt es später noch ein Tier 2 von. Ich glaube, das können wir schon lernen. Das habe ich schon entdeckt. Wenn wir nach Marker suchen, genau. Soil Privilege Marker. Das müsste der sein. Marker Level 2, okay. Das ist... Level 2, der heißt auch Level 2. Wahrscheinlich ist das dann Level 3. Also die können wir noch nicht lernen. Mit Level 35 kann man den nächsten lernen. Der wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Fläche für uns markieren und reservieren. Also ich denke mal, dass man auch auf PvE-Servern die Gebäude von anderen Leuten dann abbauen kann, zerstören kann, Truhen leeren oder so, ich weiß es nicht. Und das geht dann hier wahrscheinlich nicht. Also hier können wir da wahrscheinlich nicht zugreifen, wenn wir nicht berechtigt sind. Aber das hält wirklich nur sehr kurz. Man muss dafür jeden Tag Dailies machen. Ich glaube, wir haben schon
3 oder so gemacht und das reicht für einen Tag. Also man müsste dann jeden Tag 3 Dailies machen ungefähr. So um den Dreh rum. Allerdings sind es ja dann Level 1 Dailies. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie das funktioniert. Ich kann auch das mal rausnehmen. Und jetzt hält es nur noch... Okay, das heißt, ein Privilege hält eine Stunde. Und ich denke mal, für die größeren Quests gibt es dann auch größere Privileges. Ich packe die mal wieder in die Kiste. Dann können wir das nämlich später nochmal ausprobieren, wenn wir die größeren Geräte haben. Wie das dann da funktioniert. Okay. Sieht jetzt komisch aus. Jetzt haben wir hier diesen weißen Kreis. Weißes Quadrat mitten in der Base. Also das reicht wirklich nur für eine kleine Hütte. Mehr bekommt man da nicht rein. Aber man könnte ja ein Hochhaus bauen, ne? Das wäre natürlich noch eine Option. Okay, was haben wir noch neu? Ich habe noch ein paar andere Sachen hingestellt. Ich überlege gerade, was neu ist. Also ich glaube, die Thatch Machine kennt ihr schon. Das ist hier unser Düngerproduktionsgerät. Der hat jetzt einen Dünger produziert. Und den können wir dann wohl irgendwie zum Düngen von Pflanzen benutzen, ne? Fragt mich nicht. Wir müssen dann auch mal Pflanzen anbauen. Dafür brauchen wir ein Bewässerungssystem. Das wird auch wieder interessant. Da unten ist ja Wasser. Da müssen wir dann hier irgendwie Rohre hochlegen. Und dann schauen wir mal. Ich frage mich echt, wie die Wasserphysik hier funktioniert. Ob das genauso ist wie in Minecraft. Oder irgendwie anders. Bauen wir hier vielleicht einfach mal was ab und gucken, oder? Ich hoffe, dass da nicht die ganze Höhle voll Wasser läuft. Aber das interessiert mich total. Gehen wir mal hier runter. So. Und... Das sieht aus wie Minecraft. Okay. Ja, das sieht ganz ähnlich aus. Da ist jetzt so ein Wasserfall und hier unten verläuft sich das dann. Cool. Okay, dann schauen wir mal, ob es irgendwann Eimer gibt und ob man sich dann da so einen Tümpel bauen kann oder so. Oh, das sieht aus wie Kupfer oder so. Das nehmen wir mit, wenn wir eine bessere Spitzhacke haben. Das mache ich mal wieder zu hier. So. Dann sollte der Wasserfall hier aufhören zu laufen, zu fließen. Und ja, entweder wir müssen dieses Rohrsystem nehmen. Das gibt es hier auch. Das sieht so ähnlich aus wie ein Ark, ne? Rohre. Pipes. Da gibt es so Intake-Pipes und so. Sieht genauso aus wie ein Ark. Also das System ist wohl das gleiche. Ich denke mal, dass wir das brauchen. Dass wir hier keinen Tümpel anlegen können oder so. Ich habe nämlich noch keine Eimer gesehen, also Eimer wie in Minecraft gibt es wohl eher nicht. Mal schauen. Hier haben wir jetzt den Smelter stehen. Da können wir unser Kupfer einschmelzen. Das habe ich schon gemacht. Und auch so ein paar andere Sachen. Wir können hier zum Beispiel Glas herstellen aus Sand. Sand haben wir auch noch nicht gefunden. Ich denke mal, den gibt es in der Wüste. Das ist auch ganz in der Nähe bei uns. Und Eisen, Silber, Gold und Sprit kann man hier herstellen. Also Gasolin. Und hier habe ich noch so eine Workbench stehen. Da können wir uns so coole Waffen herstellen. Dafür müssen wir aber einen Dödi erlegen, damit wir uns den Dödi Kuros Hammer bauen können. Das wäre bestimmt cool. Das Schild können wir uns bauen, das kostet nur diese Turtle Shell. Die haben wir ja mal in so einer Truhe gefunden. Jetzt haben wir so ein Schild. 22 Rüstung. Das ist, glaube ich, mehr Rüstung, als wir insgesamt haben, oder? Ja, wir haben nur 17. Also das Schild ist, glaube ich, eine gute Option. Und dann gibt es hier noch so ein paar andere Sachen. Flammenfederkostüm aus Archie-Federn. Ein Raptor-Klaue. Okay, das ist wohl eine Waffe für die Hand oder so. Und dann gibt es die Blind Arrows. Dafür müssen wir Dillos erlegen und denen ihr Gift klauen. Ich habe noch nie Dillo-Venom bekommen, obwohl ich schon ein paar Dillos getötet habe. Vielleicht ist das zufällig. Okay. Also die Tiere sind ziemlich weitläufig hier über die Karte verstreut. Wenn wir so ein Dödi oder sowas wollen oder überhaupt spezielle Tiere, dann müssen wir die später ganz weit hier nach Hause bringen. Ich hoffe, dass es da früher oder später irgendwie ein Portal oder sowas gibt. Ansonsten wird es echt ein Aufwand. Die sind nicht besonders schlau, die Tiere. Die bleiben immer an den Blöcken hängen. Und es kann echt ein Weilchen dauern. Okay. Jetzt haben wir schon wieder richtig gut gelevelt, hauptsächlich durch die Hyänen. Ich habe ja die ganzen Hyänen aus den Häusern rausgeräumt. Das heißt, wir können auch wieder so ein bisschen neue Sachen dann lernen. Aber das Wichtigste wäre eigentlich, dass wir mal ins Kupfertier gehen, ne? Dass wir die Kupfersachen herstellen. Kupferhacke wäre super wichtig. Da warte ich echt drauf. Hier können wir jetzt die Fellsachen lernen.
Oh, eine Zugbrücke. Gigantopithecus Drawbridge? Wir brauchen den Gigantopithecus, um die zu betreiben. Okay, das klingt mega cool. Ich habe noch keine Gigantopithecus gesehen. Da müssen wir mal die Augen offen halten. Behemoth Gates. Also die meisten Sachen hier kennen wir eigentlich aus Ark, ne? Das sind die ganzen Wasserrohre. Ich denke, eine Pflanzung wäre eine gute Option, sobald, dass wir hier demnächst mal was anpflanzen können. Es gibt einen Parachute, also einen Fallschirm. Und einen Glider gibt es auch, ne? Glider. Ja, den habe ich schon gelernt. Den können wir eigentlich auch mal testen. Jetzt gucken wir mal kurz nach Tools. Ja, wir können jetzt die Kupfersachen machen. Herstellen. Kupferpickaxe. Von den Axt haben wir, da haben wir jede Menge von. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Das Schwert können wir mal herstellen, weil der Speer, den wir haben, der bringt gar nichts. Oder wir stellen uns den Speer her, das ist noch besser. Metal Shield. Gut, wir haben jetzt das Schildkrötenschild für den Anfang. Kupferhelm, Kupferrüstung. Oh yeah, das klingt gut. Sword Display Stand. Glass Fence. Viele neue Sachen. Ore Detector. Yeah. Das Ding lernen wir mal. Das kann uns wohl zeigen, wo es Ressourcen gibt, ne? Dödi Sattel. Copper Bone Helmet. Kostet Knochen, glaube ich. So Knochensplitter oder sowas. Das können wir noch nicht. Sowas haben wir nicht. Copper Bone Sword. Oh, das kostet ganz viel Knochen. Vielleicht müssen wir dafür die Skelette killen. Pixblock Container. Okay, da kann man die Tiere drin lagern. Das klingt super komisch. Also, man konnte doch Tiere in Blöcke verwandeln. Wenn wir jetzt mal so einen Dodo zähmen und den in einen Block verwandeln. Wir können es natürlich auch mit unserem machen. Ne? Wir haben ja noch einen rumstehen. Da steht ja noch der eine männliche Dodo. Wenn wir den in einen Block verwandeln würden, dann... Pixblock, Dodo, Level 17. Wo ist der jetzt? Hier. Dodo. Bam, da ist er wieder. Okay, also man kann die in Blöcke verwandeln und wieder zurück. Das heißt, wir können die ja problemlos hierher transportieren. Das ist ja super easy. Das geht bei allen, ne? Nice. Voll gut. Das ist mal gut zu wissen, sage ich jetzt mal. Okay, dann hätten wir den Dirty doch mitnehmen können. Das heißt, das nächste Mal holen wir uns einen Dirty. Auf jeden Fall. Okay. Ja, und dieses Gerät, was wir gerade gesehen haben, damit können wir dann die Tiere irgendwie lagern und die werden dann automatisch freigelassen, wenn wir das Zähmlimit unterschreiten. Scheinbar gibt es hier irgendwie ein ziemlich restriktives Zähmlimit. Das weiß ich noch nicht. Wir haben ja noch nicht so viele Tiere. Wird das irgendwo angezeigt? Ich sehe jetzt nichts. Ich glaube, bei Ark wurde das im Inventar angezeigt, wie viele Tiere man zähmen darf, ne? Mal gucken. Mal sehen, wann wir an die Grenzen stoßen. Ich denke, heute noch nicht. Okidoki. Dann war es das erstmal für heute. Hier zieht übrigens gerade wieder so eine Giftwolke durch. Ihr seht das, ich habe so einen Debuff hier. Affected by Mist. Increases Torpidity. Wenn ich jetzt diese Maske aufsetzen würde, dann hilft uns das nicht, scheinbar. Sieht nicht so aus. Okay. Also die Maske hilft nur gegen was anderes. Nicht hiergegen. Okidoki. Scheinbar nur gegen Gift und nicht gegen so Torpor-Effekte. Das finden wir noch raus, wofür wir die brauchen. Für heute machen wir aber erstmal Schluss. Wir sind schon wieder ziemlich lange unterwegs. Und können sie auch direkt auf die Grenze stellen. Das ist echt eine witzige Regelung mit diesen Soil Privileges. Das ist echt cool gemacht. Da kann man dann auch mit echt großen, ja, auf gut besetzten Servern spielen, ohne dass es da große Probleme gibt, dass irgendwer alles zubaut oder so. Das ist ähnlich wie auf den großen Minecraft-Servern, ne? Das war's jetzt aber, bevor das Video total Überlänge bekommt. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß. Ich finde PixArk echt klasse. Mir macht's mega viel Spaß. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.